Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2, Shadow of the Fist'in. Ich bin Nuviel, das ist auch eine neue Session für mich. Wobei ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt aufnehmen kann, weil nachher ich noch mit meinem Mann einen Film gucken werde. Mal schauen, was wir uns anschauen. Und wir waren jetzt hier erstmal dabei, hier diese Gegend noch zu erkunden. Und wir werden vergiftet oder was, ja. So, ich glaube in der letzten Folge, da hatten wir diesen einen irrenden Raum mit diesen solchen Fu oh, ach stimmt, hier unsere Seelen. Genau, hier sind wir gestorben vorhin. Vorhin sag ich schon, das letzte Mal. Oh mein Gott. Visiere doch an, bitte. Hallo? Okay, schade, schade, schade. Hat er nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind gleich vergiftet. Zurück! Oh mein Gott. So, das haben wir schon mal. Okay, hier war ja diese Tretmine und ja. So, genau. Müssen wir vorsichtig sein. Ah, 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 ah. Kommt er? Ha! So, muss das laufen. Genau so, nicht anders. Was haben wir? Ups. Ich drücke erstmal hier die falschen Tasten. Ja, wenn man eine ganze Weile nicht gespielt hat und wieder anfängt und hinten voraus. Okay, hier ist bestimmt eine Mimik, oder? Die auf jeden Fall nicht. Bestimmt eine von den beiden Truhen da draußen noch ist eine Mimik. Ah. Mysteriöses Steinschwert. Alles klar. Wir nehmen mal hier Safety first. Okay. Hier ist nichts. Oder vielleicht eine Falle. Maybe. Nee, okay. Und. Okay, ist auch keine. Das dachte ich. Falle? Nö. Okay. Gar nichts. Sehr schön. Wo geht's denn dann lang? Ja, wir sind hier in Shulva, der heiligen Stadt des Drachen. Was weiß ich denn? Ich, auf jeden Fall ein super ätzendes Gebiet, das weiß ich. Oh mein Gott. Oben, ja, da hatte ich den schon gedrückt? Okay, ich denke schon. So, okay, da müssen wir, wo müssen wir den hin? Den habe ich ja. Irgendwo war doch noch ein Weg. Ich weiß nur noch nicht, wo. Müssen hier runter? Genau, hier waren ja die. Ah, hier lang. Stimmt. Auf der Seite kommen wir zu diesem einen. Okay, ja, hallo? Zu diesem. Mit diesen ganzen Käfern hier. Die unsere Rüstung zerstören mit ihrem Scheißdreck. Kann ich die vergiften? Okay, die kommt nicht ran. Aber kann ich sie vergiften? Das ist die Frage. Irgendwie. Okay, nee, die ist ultra giftresistent. Deswegen benutze ich mal jetzt hier lieber die normalen Pfeile. Ist sie tot? Ja, okay. Seht ihr das da? Seht ihr das da? Geradezu? Genau neben dem Item. Da ist ein Geisterfuzzi. Und wir. Was war das? Irgendwie ist das so leise hier. Entweder habe ich einen Druck auf den Ohren oder. Moment, ich muss hier mal. Okay. So. Oh nein, ich kotze. Weil hier diese Geisterspinner, die. Ich werde mal ganz schnell hier hochrennen. Ich hoffe, das klappt. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Ah, scheiße, wir müssen. Verdammt. Okay, wir machen es anders.
Und zwar, weil hier müssen wir noch eine Tür öffnen, dann direkt hinter dieser Wand ist ein Bonfire. Da unten. Aber die kriegen wir erst kaputt, wenn wir diese ihre Ruhestätte vernichten. Und vorher werden wir hier. Oh Gott, ich kann hier. So, diese komische Zaubertante erstmal wegmachen. Und das Problem ist, der ist jetzt noch. Den können wir. Der nimmt jetzt fast keinen Schaden. Oh nein, zerstör bitte das Ding nicht. Komm her. Aber ich glaube, es war nicht großartig was drin, aber. Ihr seht schon, wir machen kaum Schaden an dem Spinner. Und zwar, wir müssen, wie gesagt, die Grabstätte von denen kaputt machen. Nein, natürlich erwischt er einen. Natürlich. Bitte! Alter, what's your prop? Ich nehme ein Ständchen. Ich rolle. Na? Ah, wir haben immer noch den Blitz ausgerüstet. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wir brauchen unbedingt nochmal einen besseren Chlorantiering oder so. Natürlich. Oh boy. Ich nehme noch Sicherheits. Sicher ist sicher. Wir nehmen noch einen. Oh Gott. Okay, es hat nicht ausgereicht. Und was? So, das ist schon mal perfekt. Und wir können das natürlich so auch nicht treffen. Sehr schön. Und ich habe jetzt wieder den falschen benutzt. Jetzt geht nämlich hier die Tür auf und hier kommen wir nämlich wieder raus. Nämlich da, wo er herkam, glaube ich. Genau, das ist genau. Von hier kamen wir. Ja. Oh, ich habe ja voll vergessen, er hat schon raufgeprügelt, aber sie ist nicht kaputt gegangen. Oh nein, Gift! Echt, das hat mich noch erwischt. Okay. Lloyds Talisman. So, jetzt wird es nämlich lustig, lustig. Und zwar hier unten. Das sind nämlich die ganzen Scheißdreckdinger. Oh nein, ich will. Oh, muss ich den wirklich klatschen? Ja, scheiße, ich muss alle drei klatschen. Oder ich riskiere mal was. Oh, what the fuck? Was ist los? Wir lassen alle drei kommen. Komm, 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 komm. Go, go, go. Und jetzt lauf um Gottes Willen. Oh, oh, Leute, wisst ihr, was das jetzt heißt? Oh, scheiße. Hier haben wir eine Rüstung. Schneller, schneller, schneller. Um Gottes Willen, wir müssen uns beeilen. Beeilen! Ich raste aus. Ich raste. Scheiße, Drecke. Ah, einer ist schon. Okay, gell. Ich weiß nicht, welche. Bitte, bitte, bitte. Oh, wir dürfen nicht darunter fallen. Oh mein Gott, wie mir die Pumpe geht. So, und wir laufen im. Scheiße. Nein, wir laufen nicht im Kreis. So, bitte schneller, bitte schneller, bitte schneller, bitte schneller. Okay, die schießen auf uns. Also einer. Wo? Sind die runtergefallen? Oh, bitte sag mir, dass die runtergefallen sind. Ui. So, habe ich jetzt alle? Alle außer den einen. Egal. Okay, der rührt sich nicht. Okay, die sind runtergefallen. Ich hoffe es doch. Ja, komm her, komm her. Nope.
Bitte nicht, bitte nicht! So. Okay, das haben wir. Oh, shit. So, nämlich jetzt sind nämlich die ganzen Vollidioten da draußen auch nämlich. Oh, Schlüssel des ewigen Heimtums. Für was war... Wo konnten wir denn was aufschließen? Stimmt, relativ am Anfang war noch eine Tür. Oh, haben wir noch... Oh, wir haben noch ausreichend Estus. Heiligtum, Ritterhelm. War hier noch was? Nee. So. Und jetzt... sind wir nämlich... können wir diese Vollidioten hier unten schön platt machen. Aber hier habe ich noch eine Kiste gesehen. Blutbissring, okay. Okay, er kriegt auch Schaden. Ha. Aber wir machen es auf die einfache Art und backsteppen den einfach. So, oh Gott. Wie viel Schaden kriege ich hier? Okay, für eine Fackel nehmen wir den Schaden mal in Kauf. Hier war doch auch noch einer. Und hier ist ein Hebel. War das der hier? Und ich habe da die falsche Pfeile benutzt. Ich wusste, hier war da noch einer. Okay, schnell und... So, das ist schon mal erledigt. Und, upsala. Nicht hier ranstellen. Ist jetzt das Ding hier oben offen? Nee. Okay. Dann war das doch das hier. Und ich benutze wieder die falsche Pfeile. Herzlichen Glückwunsch dafür. Irgendwie konnte man diese Stacheln auch ausstellen. Ich weiß nur nicht wie. Konnte man irgendwie... Drachenstein. Okay, haben wir auch noch einen Schlüssel bekommen. Aber hatten wir den nicht? Elsenlicht, vergessener Königs, uralter Zahnschlüssel. Schlüssel des ewigen Heiligtums. Den hatten wir jetzt gefunden. Schlüssel zur inneren Kammer des ewigen Heiligtums. Bla bla bla. Der versunkene König errichtet den ewigen. Bla 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 bla. Okay. Drachenstein und Drachenklaue. Alles klar. Was kann das? Steuert die Vorrichtung des ewigen Heiligtums. Okay. Okay. Jetzt kommen wir nämlich hier rüber. Aber hier hinten, da ist auch noch ein Knopf. Da kommen wir, glaube ich. Bisschen weiter runter. Müssen wir wieder runter oder was? Ich spring erstmal auf die Stacheln. Da hinten ist eine Kiste auf jeden Fall. Nein, zu weit. Okay. Dann eben so. Okay, wie soll ich denn das von da jetzt schießen? Ich hoffe, ich komme da. Kann ich da von da gucken? Bitte. Oh ja, gerade so, ne? Okay. Das sollte ausreichen. Bitte? Ja? Ha! Ich nehme mal ein Steinchen. Huch. Dann sammeln wir mal die Gegenstände hier auf.
Ja, wir nehmen das mal in Kauf. So, nicht drauf treten. So, sicher ist sicher nämlich. So, und hier haben wir einen Zauber. Verleugnung gefunden. Hallo? So, und wir werden das Bonfire natürlich aktivieren, weil... Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt, Leute. Nein, nee, Blödsinn, ich weiß... Jetzt muss ich ganz kurz darüber nachdenken, bevor ich was Falsches sage. Nee. Okay, nee, ist noch ein bisschen. Jetzt dachte ich schon, wir wären beim Endboss, aber nein, es dauert noch ein bisschen. Weil der Endboss ist mega ätzend. Oder besser gesagt, der Vor-Endboss. So, wir sind wieder... Was? Okay. Und da ist die Megatrulla. Kann ich da runterspringen, ohne dass die mich sieht? Okay. So, wir laufen mal weiter. Oh, 79.000 Seelen. Das geht eigentlich gar nicht. Das geht nicht. Nein, ich wollte ihn backsteppen. Er rastet aus. Jetzt so. Okay. Nee, ich gebe mal erstmal meine Seelen aus. Nee, das geht sonst nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier sterben werden, ist sehr hoch. Komm, 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 komm. Nein, dreh dich doch. Nein, warum dreht er sich denn um? So. Okay. Können wir die eigentlich auch backsteppen? Oh, das war zu früh. Aber... Was? Okay, wir sind vergiftet. Jo, geil. Ja, wir setzen uns hier mal schnell hin. Brauchen wir keine Ressourcen für Golden. Und ab nach Majula. Da-dum. Oh, ich habe gerade Omas Großschild gelesen. Ormas Großschild. Schild eines der Ritter, die vor langer Zeit... Und Ende. Okay. Dann werden wir mal hier auf... Ja, 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 bla, bla. Hm. Oh, Geschicklichkeit können wir mal wieder hochsetzen, so ein bisschen. Nee. Stärk... Ach, wir können eh nur zweimal aufsteigen, was? Brauchen wir so viele Seelen? Ja, dann machen wir Geschicklichkeit und Stärke natürlich hoch. So, und dann geht's weiter. Wo waren wir denn hier? Im Heiligtum des Drachen nämlich waren wir, genau. Okay. Jetzt kommt gleich ein schrecklicher Moment. Ich weiß, dass wir kotzen werden. Also in dem Fall ich. Oh, da habe ich noch besser. Hätte ich gerade. Ich dachte, ich würde vorbeischlagen. Ha. Noch erwischt. Oh nein. Es wird unser Untergang werden. Hier haben wir noch ein. Pflanzenbalsam gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Und bitte nicht. Und da ist er schon, dieser Volldepp. Ja, schnell raufhauen. Weil er macht einfach einen krassen Schaden und er... Ich werde ihn vergiften. Das ist... die Option. Mein Gott, lass uns doch in Ruhe. Vergiftung... In
What's his problem? Okay, er burnt hier und burnt und burnt und... Go, no! Ist er vergiftet? Bitte nicht. Nein, hat er sich geheilt oder was? Jetzt ist er... Ha! Er ist vergiftet. Dieser blöde Hofnarr-Tom ist... Ich hasse ihn so sehr. Ich habe sehr viele Tote bei dem gelassen. Damals. Ja, wir vergiften ihn gleich nochmal. Nein, wieso burnt er so hart? Ist er? Nein! Oh, Schabernack hier. Bitte, bitte trinken. Und jetzt hauen wir ihm sowas auf die Mütze. Nein, hör auf, dich zu heilen, du. Okay, oh, Schaba. Ich trinke. Nein. Ah, wir können uns ja auch heilen. Ja. Komm, bitte. Um Gottes Willen, zum ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich ihn im First Try geklatscht. Dieser Elende. So, wir heilen uns mal ein bisschen hier. In diesem göttlichen Segen oder was das da ist. Oh. Jetzt habe ich Tatsache ein bisschen damit gerechnet, dass wir so losen. So, und da sind wir. Und hier sind nämlich die T-Rex. Ich nenne sie die kleinen T-Rexes. Es wäre sinnvoll, wenn wir die alle nach und nach pullen, weil... Kann man die vergiften? Ich weiß nicht. Und er latscht mich. Okay, das... Oh my goodness. Die sind auch ein kleines bisschen ätzend, die Dinger. Die haben auch so eine komische... Angriffsgedöns. Gut, einen haben wir. Von weiß nicht, wie viel Viechern hier rum davon laufen. So, erstmal pullen. Kommt der nun? Ah ja, okay. Nein, er hat... Was? Das haben wir überlebt? Wir haben es überlebt. Ich habe gerade nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Hier ist gerade anfällig. Hallo? Oh mein Gott. Okay, den zweiten haben wir auch. Jetzt muss ich nur mal schauen. Da hinten ist noch einer. Ein, zwei, drei Viecher haben wir da noch. Fossiler Drachenknochen. Könnten mal wieder Lebenssteine kaufen, wa? Sind wir ja fast alle aufgebraucht hier.
Wir haben nur noch 17. Das geht nicht. Ups. Und ich benutze, ja, den richtigen Pfeil. Boom. Kommt er? Ja, okay. Wo ist er? Alter. Okay, ich kann nichts sehen. Oh nein, ich bin gerade voll in den Fuß rein aufgesprungen. Eis. Oh nein. Okay. Wir schlürfen mal. Oh no, zwei Estus. Das gibt's doch gar nicht. Da hinten haben wir noch einen, aber ganz wichtig hier das Bonfire. Und das werden wir noch uns schnappen, bevor wir hier aus Versehen sterben sollten. So. Okay, da hinten. Sieht er uns? Kann er uns sehen? Das sind noch auf jeden Fall Items, oder? Hier lagen doch noch Items rum. Da hinten liegt auf jeden Fall ein Item. Und da liegt ein Item. Es wäre, glaube ich, sinnvoller, die kaputt zu machen. Dann können wir ganz in Ruhe hier uns umschauen, ohne dabei so plötzlich auf die Fresse zu bekommen. Na? No! So, aber die sind auf jeden Fall auch anfällig gegen... lassen sie mal schön latschen. Gegen Blitz halt, würde ich sagen. Bitte nicht. Ja, so viele Estus, die wir jetzt hier verbrauchen, ist ja Wahnsinn. Gut, da haben wir noch einen und da hinten ist noch einer. Hier haben wir noch eine große Seele eines Helden. Da hinten läuft noch einer. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Und hier ist ja nichts weiter. Menschen. Oh, drei Menschenbild. Sehr gut. Bam, bada, bam, bam, bam. Hä? Wo ist er hin? Na, wo ist er denn? Ach, da hinten. Okay, hat uns gesehen. Ich nehme noch die schnell getrocknete Wurzel an mich. Ja, und der... Was? Bei meinem Glück werde ich jetzt total losen und ich drücke gerade mega die falschen Tasten. Völlig daneben, ey. So. Oh, der hat was fallen lassen. Fossiler Drachenkrone. Ach, guck an. So, was sind denn hier noch? Ich habe irgendwie Angst, dass hier irgendwo ein Loch ist und dann plopp, sind wir weg. Nee, okay. Na gut. Dann können wir hier weiter. Hier war, glaube ich, nichts weiter. Bisschen vorsichtig sein. Hier geht's glaube ich runter. Was haben wir denn hier geschafft? Jawohl. Okay, was haben wir denn hier? Untersuchen. Das, okay, lass ich mal. Passiert bestimmt gleich was. Obwohl, wir können es ja gleich untersuchen. Ha. So, dann untersuchen wir mal diesen komischen, dieses Schild oder was das ist, diesen Stein. Oh, Drachenstein benutzen. Das, den hatten wir doch gerade gefunden. Und passiert jetzt was? Das war ein Schlüssel oder wie?
Und da ebnet sich oder eröffnet sich einen neuen Weg, und zwar in diesen Maya-Tempel, sage ich mal dazu. Cool. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge hier mal durchgehen und gucken, dass wir da rüberkommen. Genau, das werden wir tun. Dann vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Lasst mir ein paar Kommentare da, wenn ihr möchtet. Likes, Kritik, Anregungen auch gerne gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.